Ja, danke.
Hans-Martin Gass ist im Ziel 1:18:21 seine Zielzeit im ersten Wertungslauf. Und Mario Fuchs ist jetzt auf der Anfahrt. Zu unteren 35:21 gerade auf Strecke gegangen. Also, Christian Metz auf der Anfahrt jetzt zum Ziel im Opel Ascona B. Durch Zielgasse und 1. Und Werner Heuringer auf der Anfahrt zum Ziel. Durch die Zielgasse. Gerold Schneider im Opel Kadett. 1:23:95 war seine erste Laufzeit. In seinem Ford Escort 1:22:51 war seine erste Laufzeit. Der Lukas Figge ist im Ziel 1:18:79, die Zielzeit im zweiten Lauf 1:18:79 plus 6 Strafsekunden wegen zweier geworfene Pylone direkt vorm Ziel. Und unterwegs ist Reinhard Nuber, einer der Anwärter aufs Treppchen. Ein 1960. Hans-Martin Gass kommt jetzt hier in Richtung Ziel und seine Zeit ist 1:16:65, 1:16:65, eine Hundertstel schneller als der Mario Fuchs in seinem ersten Wertungslauf. Das heißt, der Mario Fuchs muss also mindestens eine 1:17er Zeit oder eine ganz tiefe 1:18er Zeit hier hinlegen, um die Klasse H15 zu gewinnen. Er ist hier auf der Anfahrt jetzt zum Sprecherhäuschen. Jetzt geht's durch die letztgezogene Zielkurve. Jetzt geht's nochmal.